Hallo Leute, Michael P. am Start und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzer Map. Ja, wir haben wieder zurück auf der Holzer Map. Ja, geht dahin. Ja, wir haben zwei Folgen auf Bergmann gemacht, aber es ist halt auch nicht das, was mich so richtig kreizt. Darum haben wir gesagt, so, Holzer Map muss zurück und da geht's jetzt weiter. Weil da keiner gesagt hat, wir jetzt beendet worden und zwar mit einem halt dreschen. Das Lohnunternehmer kommt schon um. Der Sepp ist auf Urlaub mit seiner Frau und wir sollen bei einem A dreschen. Ja. Das zahlt er dann und bei mir ist halt nur der eine Fleck. Ja, Silberballen haben alle presst und gewickelt. Presst haben wir ja in der letzten Folge mal. So, jetzt haben wir den mal umgestellt. Das passt. Der gehört noch Boschen und Dingsel, hätte ich bald gesagt. Dann brauchen wir heute unbedingt, da müssen wir das Odelfassel und alles ausräumen. Wir brauchen nämlich die, wie soll man sagen, Felder an. Anhalt. Fürs Feld ist das. Wir haben da einen kleinen Flurschaden verursacht. Danke. Ja, bin ganz zufrieden eigentlich mit dem Auto. Ja, das gehört halt alles ausgekramt, aber jetzt müssen wir zuerst mal einen Truckkeeper hängen. Das mache ich mit dem da. Der ist eigentlich ganz gemütlich gelb. Ah, der ist ein laut. Wenn irgendwas mit der Lautstärke von den Fahrzeugen nicht passt, könnte daran liegen, dass ich mein LS9 installiert habe. Dann machen wir das mal einen Screenshot. Die hinten die Wickelmaschine und die Zange haben wir ausgeliehen zum Wickeln. Vorderbogen stellen wir jetzt einfach mal dazu. Da. Das müssen wir jetzt auch noch aufhängen, schnell. Aber zeigen wir zuerst mal den Kippbau. Weil, wenn er kommt zum Dreschen, dann sollen wir da parat und geschickt sein. Weil die Zange heute ja Bauer und die Wickelmaschine auch. Es ist so mit dabei beim Wickler. So. So. Ganz großer Kipp für den Tracke, aber das war's. Jetzt ist er da. Servus! Servus! Wie geht's, wie steht's? Passt alles bei dir? Gut, ja. Aber das ist der gerechte Drescher. Ja, so zum Teil. Soll ich da schnell die drei Flächen zwang? Ja, können wir. Ja, ich fahre meinen Tracker gleich voraus. Jetzt habe ich ihn schon angestellt. Schauen wir, ob er noch wieder anspringt. Ich war schnell der Server. Sepp ist nämlich auf Urlaub. Und wo bleibt er denn? Er kommt ja da vorbei. Alter Sare, nicht da einfahren. Ja, ja. Ich fahr gleich weg, gell? Die ja, ja. Flächen, da fängst du an. Und dann, wenn du da oben schaust, die eine Fläche da lang. Und hinter den Häusl ist auch noch eine Fläche. Also, auch nicht weiter so lang. Ja, ja. 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 Irgendwo. Das tue ich alles abdanken. Also die Fläche ist ja, meine ja. Und die anderen zwei, die haben keine Nachbarn, der ist im Urlaub. Ja, ja. Passt. Unbedingt da noch. Ich spüre so langsam groß.
kriegt er schon die Kisten. Gut. Gut, wir müssen jetzt den auch noch einpacken, aber jetzt damit zuerst auch hängen, weil ich habe keine Ahnung, wann der kommt. Ja, ganz gut gegangen mit den Beinen, zeig's euch ja gleich, was, wie viel das waren sind. Ja, was gibt's verzeihen? Wir kriegen jetzt heute mal, glaube ich, einen Server gesponsert, wenn das so hier hat. Wenn es läuft, dann ist auch für die Mitspieler und so besser. Ja. Und, was wird die noch sagen? Ja. Dann würde ich sagen, da mal das Ordelfassel und das Licht weg. Ja, das gute alte Ordelfassel da. Was gibt's noch zu sagen? Wir müssen halt jetzt den Flurschaden herrichten. Ja, danke für 200 Abos. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, aber auf alle Fälle mega Leistung. Freut mich, wenn es so weitergeht. Ja. Und da haben wir jetzt den, die Hahn auf. Weil da gehört unbedingt neu angebaut. Beziehungsweise neues Großartzeit, weil da schaut es auch furchtbar aus. So. Das Ganze ist da hinten bei den Silobäumen passiert. Also ich habe da zwei Silobäume gehabt auf der Zange. Da mit den Tracke und dann mal gescheit Gas geben und dann hat es da eine Menge Dreh ausgerissen. Und da von lauter hin und her fahren schaut das einfach nicht mehr schön aus. Ah, jetzt fahre ich genau wieder da drüber. Ja. Auf alle Fälle habe ich mir überlegt, ob ich mir nicht eine Sammaschine zulege. Aber ich habe keine Ahnung, wie das wird. Oder wie wir das tun. So. Ja. Das haben wir jetzt nicht gerecht niederlassen. Schaut's da. Das gehört halt unbedingt da gebaut. Aber ich glaube, da wäre ich wegen großem Strahl oder wie. Aber ja, schön drüber fahren. Ah ja, der war es wieder nicht. Ich glaube, das ist eigentlich Standard mit Strohablage. Da mal einfach da ist hier ein Bogen arbeiten. Machen wir einfach rund um das Silberbein. Ist jetzt halt ein wenig blöd mit dem Außen da von dem Silberbein. Auf alle Fälle so viel haben es waren. Das ist nicht wenig. Was gibt's nur zu sagen, zum Song, so, so. Ja. Freut mich halt da, wie es zur Zeit auf YouTube so geht. Auf Insta läuft so, ja, eigentlich fast null. Wenn auch bald mal wieder büdeln käme.
Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie weit das eh ist. Im Grünlandsatz, erster, zweiter oder gar schon dritter Schnitt, aber meistens, die meisten werden so circa erster bis bald zweiter schon sein. Ja. Ich glaube, das passt so. Ja. Mei, die wissen jetzt auch nicht mehr das Beste, weil ja, da draußen mal drüber fahren und so mit dem Ballenwagen und dann mit Racke wieder. Aber mit 412 habe ich halt Ballen fahren da. Die könnte man eigentlich gleich wieder einstellen. Nein, die kann man. Nein, die kann man einsparen. Gut, dann schauen wir mal zuerst einmal mein Vario. Also, Bumpen-Gerät habe ich jetzt ja schon bald 10 Stunden um. Ich bin der Erste, der was dann testet. Und ich muss den jetzt bald außen mal wieder waschen, weil ich werde demnächst jetzt dann einmal zurückgeben. Halt dann mal mein Handy gehört. Und den werde ich halt demnächst zurückgeben und den Dreck, den werden wir jetzt aber waschen als nachher. Das Gespann, das hat auch einer da gepackt, der Nachbar, weil der bei ihm zur Zeit hoch umrahmen tut. Geht eh wieder hin. Jo, läuft. Schauen wir mal, was er sagt. Hallo. Servus. Wie schaut denn aus? Wie ist der Korn? Ja, Trockenheit passt. Ja, also. Terminal sagt, ist okay, 1,3% sowas. Ja. Feuchte und. Ja, Trauch schaut ein bisschen schlecht aus. Es ist ein Haufen zusammengefahren. Ja, die optimalen Radl zum Spritzen hat er nicht gehabt. Der Nachbar. Ach so, ja. Der Nachbar wieder. Naja. Nein, ich bin auch dann nochmal mit dem Kurzzugerstrahler drüber gefahren, da hat es nochmal ein wenig was zusammengefahren. Siehst du, was ich beim Steirer da für Bereifung habe, das ist nicht die dünnste, aber auch nicht die breiteste. Ist ziemlich gegangen, aber mehrere hat es doch schon zusammengefahren. Und halt fast keine Arbeitsbreiten. Weißt du, da musst du oft durchfahren. Ja, gut, dann weiter geht's, oder? Ja. Geht da hin. Abtanken einfach da vorne beim Kipper, gell? Ja, mach ich schon. Passt. Sonst schreibst du mir SMS, wenn du voll bist drüber. Ja. Meine Kippe voll ist, aber der wird nicht so schnell voll. Ach gut, dann. Ja. Servus. Jawohl. Mei, wir brauchen in dem Sinne das Korn und das Stroh halt natürlich auch. Da ist ja noch nichts drin. Haben wir auch wieder pressen lassen im Kino. Das ist übrigens das LU aus dem Landkreis. Machen wir weiter. Weil im Holz am Tegernsee selber gibt es nicht mehr. Also gibt es kein LU nicht mehr. Der war sehr alt in Pension gegangen und hat halt keinen Nachfolger gefunden. Ja. Ein paar Maschinen glaube ich hat er noch. Aber überlegt, ob wir die ganze Zeit ob wir nicht ob wir noch Adel führen sollen oder Kunstdüngerstrahlen auf die Wiesen oder einfach lassen mal so mal ein bisschen Dünge abschwäche, sag ich jetzt einmal. Dünge abschwäche von vor allem einmal wieder ein bisschen Dünge los, damit es einmal wieder ganz normal wächst. Ja, da haben wir übrigens auch noch ein paar Silberbeine. Ich habe wieder Feder gekriegt. Boah. Ja. Dann würde ich sagen,
man schnell ein paar Fahrzeuge und Maschinen waschen. Dann mag ich meinen Nachbar seinen Endbetrag testen. Ganz heimliche Basis. Da müssen wir auch noch mal ein Beutel machen. Oha. Jetzt wird gewaschen. Die Folgen wird ca. 20 Minuten gehen, je nachdem wie es dann ausgeht. Ja. Jetzt habe ich natürlich gefreut. Vergesst bitte nicht einen Daumen. Und wenn es neu seid, freue ich mich auch gerne über ein Abo. Ja. Weil so macht es Spaß, wenn was geht von den Abos und Likes halt. So macht YouTube machen Videos Spaß. Ich meine, es macht zwar Spaß, aber wenn man halt sieht, damit die Videos gut ankommen und die Like gefällt ist, dann freut man sich darüber. Ja. Teilen ist natürlich immer gut, wenn wir immer größer werden und so. Ja. Wenn man einen Bock hat mitspielen, was auch öfter gefragt wird, da wird er weggefragt und dann sage ich, kommt ins Discord und dann kommt nie wer an. So, meistens. Und ja. Das Stück ist echt dreckig, richtig staubig. Nein, ganz normal, wenn man am Feld ranfährt. Nein, aber so finde ich, bin mit dem 414er ziemlich zufrieden. Ich möchte mir eventuell einen kaufen, aber mit dem 5er, also mit dem 515, 512er halt, ist der 512er. Und mit dem Deutz und halt den kleinen Steirer wird es halt ein wenig zu wenig. Und das ist eben das der optimale Bullock. Und nur mehr im 412, naja, da war eher im 414. 413, naja, ist nicht so das Serienmodell und gängig ist auch in dem Sinn nicht. Und jetzt fahren wir aber mit Deutz, weil mit denen haben wir in der Folge eher weniger fahren. Und den laufen wir schon mal warm. Schnell das Gewicht da nicht. So, aufheben. Ja, schnell. Ja. Sonst geht es eigentlich die Kirche so gut. Der Tierarzt next door hat viel verzeiht und so. Wie es die anderen so geht, dass halt so schlecht nicht richtig sein ist und so weiter. Und jetzt die Zeit halt eher weniger, dass die Wahrscheinlichkeit eher meine jetzt, ja, einmal ein wenig geschmatzt und so, ja. Nein. Also ich habe das Fichtenmoppe da sogar. Ist jetzt nicht gereinigt worden, aber so dreckig ist jetzt auch nicht. Was soll's. Dann fahren wir einen Deutz weg und dann waschen wir noch einen 5er, also 5-12er mit dem Frontlader und das Gewicht fahren. Und dann werden wir mal schauen, was beim Dreschen geht. Also die Folgen wird doch länger, keine Angst. Dann ob ist auch noch ganz was Wichtiges, und zwar wir haben die Seiten mal wegverkauft. Unser Disco-Glas, da haben wir noch 2,5 glaube ich gerückt. Ja, 2,5. Und ja, ich bin auf der Suche nach was Neues.
Das ist halt einfach so abgenutzt gewesen. Messer haben wir nochmal wechseln lassen. Ja, nicht ziemlich gut. Also so halbwegs auf dem, mit dem habe ich den ganzen Schnitt gemacht. Das ist das erste, das waren da jetzt auch ein paar Scherhaufen noch ein paar dabei. Die was halt nachher wie Hex fahren auch noch da sind. Ja. Gut. Dann der mal das Gewicht da auf Zeiten stellen. Der mal gelassen. Das Gewicht stellen wir nehmen. So. Gut, dann teilt den. Den dürfen wir nochmal Filter wechseln an. Ölfilter. Den lassen wir da einen Schatten kurz stehen. Gut, dann können wir jetzt das reinfahren. Halt das. Radlgewicht sind jetzt auch nicht so wichtig bei so Bullock, aber wenn du jetzt sagst, du hast einen Frontalraum, dann ist ganz praktisch. Oder du tust halt vorne was Schwarz ohne. Dann zum Beispiel, Mauerwerk ist jetzt nicht schwer, aber was tut man denn vorne ohne was Schwarz? Sag einmal, keine Ahnung. Jawohl, dann ist der Pflegezweck. Ich werde jetzt ruhig abgetankt haben. Nicht, dass er das jetzt mitgenommen hat. Ja, der hat schon abgetankt. Jetzt fahren wir jetzt zum Hof. Da kommt dann einmal der Brecher. Und dann werden wir den Warzen oder nein, Gersten schon. Ja, Weizen ist. Wir hatten Warzen, dann werden wir nochmal den Brecher. Und dann werden wir das alles so. Dann da kommt dann noch Mais und so dazu. Und dann wird das Kirchen führen. Als Bruch, so was sagt man da, also Kraftfutter. Naja, ich bin gerade überlegen, wo man einstehen wegen der Fegel. Wenn ich ja da gescheiter machen sei, können wir noch eine Dauer zu machen. Da fahren wir jetzt dann mit welchem Tag gehen wir in einen anderen Kipper. Das ist ein Zettel, ich zeige eigentlich auch. Nur ein Tor. Aber einfach mit dem Vierer. Dann nehmen wir den Kipper jetzt. Und ja, 25 Minuten lang genug, aber jetzt fahren wir um, dann mal abtanken und dann war's es. Weil da haben wir so viel Zeit zum Aufladen für mich. Dauert aber so lang. Und ja, ist aber nie gut. Nichts passiert. War leck. Und die Lenkung ist irgendwie auch komisch bei dem. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, mit Strappen bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ja. Nein, ich hätte gerade auch einen schlechten Betrag, war schlecht heuer. Gut, an der Stelle seht ihr, was der Mann macht. Sauber Leistung, sauberes Teammitglied. Jetzt auch sowas wollen wir jetzt. Könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben. Ja. Hallo!
Servus. Servus. Wie viel bist du denn jetzt drin? 19.000 habe ich drin. Ja, magst du schnell überladen, bevor du das nächste Feld machst? Ja, das mache ich jetzt schon noch fertig und dann kipp ich ab. Ja, weißt du. Gut, Leute. Aber, das war's also erst einmal für die Folge. Gerne ein Like und ein Abo da lassen. Teilt es mit euren Freunden das Video. Lasst ein Like und ein Abo da und Servus, euer Michael P. Aber die Idee.